Ja, meine Damen und Herren, lieber Herr Flossbach, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste dieses bemerkenswerten Kongresses. Ich glaube, einerseits, wenn man sich das Programm anguckt, besser kann man gar nicht die Fachwelt versammeln. Und wenn man sich den Zeitpunkt anguckt, gelegener kann der Kongress eigentlich auch nicht kommen, wenn ich mir anschaue, zu welchen Entscheidungen wir uns noch rüsten müssen. Also insofern herzlichen Glückwunsch für Ort und Zeit der Veranstaltung. Die Frage, was ich als Bundeskanzlerin jetzt noch beitragen kann, eingearbeitet zwischen Statements des Finanzministers, der Fachwelt und weiterer Podien, die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Herr Flossbach meinte, manches, wenn es zweimal gesagt ist, ist auch nicht schlecht. Das kann ich Ihnen jetzt vielleicht auch nicht ersparen. Aber das Thema bewegt uns ja auch ausreichend. Ich fange vielleicht mit einer kurzen Bemerkung auf das an, was Herr Ackermann eben zum Schluss gesagt hat. Ich persönlich, nicht ausgebildete Finanzwissenschaftlerin, neige dazu, Ihrer Argumentation zu folgen, die ja nicht nur von Ihnen, sondern von vielen betrieben wird. Ich habe es aber in meiner politischen Arbeit noch nicht erlebt, dass parallel zu einer Veranstaltung wie hier und dieser Argumentation eine sich auch für eine Fachwelt haltende ähnliche Gruppe 180 Grad andere Thesen vertritt. Und Sie können sich vorstellen, wie für uns als die Politikerinnen und Politiker, die das jetzt zu entscheiden haben, diese Situation extrem schwer ist. Wir schlagen keinen Tag eine Nicht-Wirtschaftszeitung auf, in denen steht, dass man nun endlich mal den Mut hätte haben müsste, zu einer anständigen Restrukturierung zu schreiten. Wir haben hochvermögende Wirtschaftsinstitute und Ratgeber, die uns sagen, dass das alles so sowieso gar keinen Sinn hat, die These nicht vertreten, dass Zeit kaufen und Beruhigung herbeiführen auch eine vernünftige Lösung sein könnte und die immer wieder argumentieren, man darf dem schlechten Geld nicht gutes Geld hinterherwerfen, das sei nun geradezu aberwitzig. Und ich darf Ihnen sagen, hier macht sich das ja kein Abgeordneter leicht im Deutschen Bundestag. Aber unter diesen sich widersprechenden Botschaften die richtige Antwort zu finden, ist wirklich nicht einfach, weil es im Übrigen noch um Dimensionen geht, die wir sonst nur im Zusammenhang mit Gesamtbudgets eines ganzen Jahres für den Bundeshaushalt beackern. Und ansonsten ist hier die politische Auseinandersetzung mehr über 2, 5, 50 oder 100 Millionen, vielleicht auch mal eine Milliarde. Aber die Milliarde ist seit 2008 sozusagen in bestimmten Bereichen der kleinste mögliche Einheit geworden. Das war sie für uns früher nicht. Und damit werfe ich auch schon einen Blick auf das, was sich einfach dramatisch verändert hat. Wer hat nicht vergessen, wie während meines Urlaubs im Sommer 2007 der heutige Bundesbankpräsident mir eine SMS schickte und sagte, die IKB ist in Schwierigkeiten. Und ich kurz vor Beginn einer Oper in Salzburg zurückfragte, was ist die IKB? War nun nicht sozusagen Ausdruck meiner unbedingten kleinen, detaillierten Sachkenntnis, aber die IKB war nie auffällig geworden. Sie hatte gut funktioniert und das war sozusagen mein Einstieg in eine völlig neuartige Beschäftigung, die von bis dahin ja keiner von uns so, außer wenn er Fachmensch war, gepflegt hatte. Und dann gab es die Bankenkrise mit ihrem Höhepunkt Ende 2008, dann gab es die Krise der Realwirtschaft, das Wort hatte ich bis dahin auch noch nicht gehört, im Unterschied zur Finanzwirtschaft, mit der wir uns dann durch angefeuert auch wieder zu massiven Konjunkturprogrammen haben überzeugen lassen. Und dann kam das, was ja absehbar war für den, der eine Runde weiter dachte, dass zumindest ein Teil der Staaten diese massiven Konjunkturprogramme nicht wird tragen können. Und dann kam es eben zu der Schuldenkrise der Staaten, was insbesondere im europäischen Raum uns vor völlig neue Herausforderungen gestellt hat. Das heißt, parallel zu dem, was wir sozusagen zur Regulierung der Finanzmärkte tun müssen, haben wir unentwegt Weiterentwicklungen der Krise zu beackern, auch im ganz aktuellen Tagesgeschehen. Und wir arbeiten immer sozusagen an der Beseitigung der Sünden der Vergangenheit und gleichzeitig an der Schaffung der Architektur der Zukunft. Und auch das ist extrem schwierig, weil man noch nicht den Rückblick hat, weil man noch nicht weiß, wie wirken die neuen Instrumente.
Und ich hoffe, dass wir wenigstens bei den CDS in Zukunft etwas besser wissen, wo was ist. Auch da muss sicherlich noch international die einheitliche Regulierung ganz abgeschlossen werden. Aber das ist ja eine der Lehren, dass man nicht mehr da sitzen darf und sagen darf, tja, also dann, wir wissen zwar, wer die Anleihen hat, aber wer nun die Versicherungen darauf hat, das haben wir keine Ahnung und das kann an ganz anderen Stellen sein. Und leider können wir Ihnen das nicht berichten. Ich will sagen, wir werden diese Krise meistern. Sie ist noch nicht in allen Facetten überwunden. Aber diese Krise darf sich in absehbarer Zeit in dieser Art nicht wiederholen. Sonst wird es für die politische Stabilität extrem schwierig und nicht nur bei uns. Und das ist die eigentliche Aufgabe, die jeder kennen muss, der gerne in einem stabilen Land wirtschaftet. Und deshalb verstehe ich auch, dass Sie, ich habe nun gerade Sie noch gehört, uns die Hand reichen, aber nicht gerne die Hand reichen wollen. Aber ich sage, wenn Sie gerne weiter in stabilen Ländern arbeiten wollen, dann reichen Sie sie uns und reichen Sie sie uns auch ein bisschen gerne. Denn wir wollen ja alle, dass gerade auch, jetzt spreche ich einmal für Europa, aber auch die Welt insgesamt sich vernünftig entwickelt. Wir haben gelernt in dieser Finanzkrise, ist übrigens ein positiver Effekt, viel globaler zu denken, etwas, was die Wirtschaft sehr viel früher schon gelernt hatte. Das ist für uns als Mitglieder des Bundestages und als politisch Agierende sehr viel mehr in Fleisch und Blut übergegangen. Und wir wissen heute Bescheid über die internationalen Interdependenzen. Und jetzt geht es natürlich bei der Bewältigung der Vergangenheit um die Frage, wie ist das mit der Lastenteilung? Und wenn wir schon die Lastenteilung der Vergangenheit nicht neu machen können, dann müssen wir wenigstens einigermaßen Sicherheit haben über die Lastenverteilung der Zukunft. Nun sage ich ein Wort, es wird ja oft gesagt, die Banken und die Finanzwelt war schuld an der Krise, so einfach dürfen wir es uns natürlich auch nicht machen. Es gab bewusst nicht gesetzte politische Rahmenbedingungen, ich will jetzt hier mal nicht ins Detail gehen, die so angelegt waren, dass sie eigentlich sehenden Auges in eine Krise zumindest haben führen können. Das Management des Häusermarkts, das Vermieten von Häusern, das Verkaufen von Häusern ist etwas, was man seit Jahrhunderten eigentlich kann und was da in dem Bereich zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika gemacht wurde, war ein bewusstes Wachstumsstimulierungsprogramm auf Pump und deshalb kann man jetzt nicht allein denen, die von den Möglichkeiten Gebrauch gemacht haben, sagen, dass es schlecht war, aber auch schlecht. Aber man muss auch sagen, denen, die es versäumt haben, Regulierung zu treffen oder bewusst keine getroffen haben, haben natürlich daran mitgearbeitet. Insofern ist die Schuldfrage zwischen Politik und Finanzwelt sozusagen zweigeteilt. Aber es ist jetzt wichtig, und das ist für mich jedenfalls die Lehre aus der Krise, und das haben wir immer wieder so gesagt, jeder Finanzplatz, jedes Finanzprodukt und jeder Akteur muss einer zukünftigen Regulierung unterliegen. Das Interessante daran ist, das muss weltweit passieren. Und die erste Frage, die man stellen muss, ist, wer macht weltweit eigentlich solche politischen Entscheidungen und wo sind die Institutionen, die das wirklich können und auch überwachen können? Und deshalb ist es sehr ermutigend, dass wir umgehend damals in der Bankenkrise das Instrument der G20 auf die Staats- und Regierungschefs erweitert haben, dass in dieser G20-Gruppe die Vertreter, die Präsidenten der internationalen Organisationen mitwirken, wie IWF, wie OECD, wie Welthandelsorganisationen, auch ILO. Dass es gelungen ist, diese G20 auch unauffällig so ein bisschen so fortzuentwickeln, dass die relevanten Regionen der Welt dort vertreten sind und das wieder auch in ihre Regionalgruppen hineingeben können, was dort entschieden wird. Dass der IWF tendenziell gestärkt ist. Und dass auch das Financial Stability Board eine herausragende Arbeit, würde ich sagen, in vielerlei Regulierungsfragen gemacht hat. Wenn das Ganze dann in die aus der Empfehlungswelt, weil das ja alles noch keine bindenden Institutionen sind, in die Umsetzungswelt geht, dann gehen wir natürlich wieder zurück in die nationale Zuständigkeit. Und dann erleben wir erstmal, dass natürlich gewisse Grundsätze der Finanzmarktaufsicht von den Vereinigten Staaten von Amerika bis Europa recht unterschiedlich behandelt werden. Und dass wir natürlich auch noch einige Lücken haben weltweit, in die man ausweichen könnte, wenn man es unbedingt darauf anlegte, diesen Regulierungen nicht unterworfen zu sein. Und da wir ja nun immer hören, dass wir auf der einen Seite ja ein
Level Playing Field, wie es so schön heißt, brauchen. Aber auf der anderen Seite nun mit dem amerikanischen Kongress ja auch keine minütliche Abstimmung über die Regulierung von Hedgefonds machen können, stehen wir natürlich politisch vor einem ziemlich komplizierten Problem. Auf der einen Seite haben wir unsere Vorstellung, was richtig ist. Und auf der anderen Seite müssen wir Kompromisse machen, wenn wir das gemeinsame Wettbewerbsfeld uns erarbeiten wollen. Und da kann man, glaube ich, schon die Beobachtung machen, je wichtiger der Finanzplatz, desto größer auch der Einfluss auf die jeweilige Regulierung. Und dann kommt vielleicht zum Schluss raus, dass Deutschland sich dabei benachteiligt. Aber wir stehen da schon auch in dem Gewissensspalt, das, was wir für richtig erachten, tun oder eben den internationalen kleinsten gemeinsamen Nenner suchen und anschließend dann wieder sich Vorwürfe machen lassen, dass man hier etwas nicht getan hat. Ich glaube, einige Sachen sind herausragend gelungen. Die Verhandlungsschnelle für Basel III ist bemerkenswert. Da Basel II bis heute in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht umgesetzt ist, muss man natürlich die Frage stellen, ob so schnell, wie es verhandelt wurde, es dann auch umgesetzt wird. Und wenn der eine das bis in die letzte Sparkasse macht und der andere macht es für seine 5 größten Banken, dann ist immer noch wieder kein gemeinsames Wettbewerbsfeld erzeugt. Und ich plädiere eigentlich dafür, dass wir eine sehr viel bessere Zusammenarbeit nationaler Parlamente, zum Beispiel auch mit dem Abgeordnetenhaus der Vereinigten Staaten von Amerika brauchen und auch des Europaparlaments. Weil hier, das haben wir alle erlebt, ganz wesentlich auch Entscheidungen getroffen werden. Und es geht nicht nur, dass Regierungen und Staats- und Regierungschefs zusammensitzen, sondern wir werden das auch auf der parlamentarischen Ebene brauchen. Das wird nicht gleich Erfolg zeigen. Aber wenn man global wirken will, dann muss man diese Kontakte intensivieren, aus meiner Sicht. Wir haben in Deutschland einiges, glaube ich, recht gut auch zuerst gemacht, wenn ich an das Restrukturierungsgesetz für die Banken denke, das jetzt auch ein Modell für Europa ist. Wir müssen das können und es geht dann immer noch langsam genug. Ich glaube, dass es auch richtig ist, die Bankenabgabe auch so auszugestalten, dass sie zur Behebung eventueller Schäden für die Zukunft herangezogen wird. Manch einer nimmt sie dann wieder in Europa auch zur Haushaltssanierung und Ähnliches. Also ich glaube, dass es eigentlich besser ist, sich da einen Fonds für die Zukunft, einen Absicherungsfonds zu bringen. Aber man muss auch sagen, wenn Basel III wirklich konsequent überall umgesetzt würde, dann glaube ich, haben wir eine noch größere Sicherung, als dass wir sozusagen gar nicht erst zu dem Schaden kommen. Wenn wir dann weitersehen, dann gibt es bei der gesamten Frage, wie ist das mit den Banken und der Restrukturierung, weltweit noch erhebliche Lücken. Wir haben es europamäßig noch nicht und wir haben es weltweit im G20-Prozess begonnen, aber bis zur konkreten Umsetzung in allen relevanten Nationalitäten dauert das noch eine ganze Weile. Und wir werden dann natürlich irgendwann gefragt, das Jahr 2011 neigt sich seiner Halbzeit zu, im Herbst ist dann der G20-Gipfel, wenn es dann 2012 ist, dann wird man sagen, ja, seit 2008 wird er doch nur mal zu Potte gekommen sein, dass ihr sowas regeln könnt. Also die Zeit läuft auch aus, dass man solche Regelungen dann wirklich auch macht. Sie werden über viele Dinge sprechen. Ich glaube, die Transparenz der CDS muss erhöht werden. Und ich sage das ganz unvoreingenommen und worauf man mir auch nicht so schnell Antworten geben kann, ist die Frage, was entsteht jetzt an Verdrängungseffekten? Wir kennen die Banken, schön. Wir haben gelernt, bei Hedgefonds muss man auch was tun, wurde schon schwieriger, aber ist ja vorangekommen in Europa. Wir haben eine bessere Aufsicht, auch gut, sehr, sehr wichtig, gerade auch im europäischen Bereich. Aber welche Produkte entstehen jetzt sozusagen als Ausweicheffekte, wo wir wieder nicht genau den Überblick haben, was da passiert und wo wir mehr Transparenz brauchen? Also wie schaffe ich eigentlich eine Selbstregulierung, dass alle Produkte, auch die, die neu entstehen, und die können wir ja nicht jeweils definieren, sozusagen einer Überprüfung unterzogen wird nach bestimmten Kriterien. Und dazu müssen wir sicherlich noch mal genau aufpassen, dass wir sozusagen nicht eines Tages mit ganz anderen Produkten aufwachen und uns dann freuen, dass zwar keine unserer Banken betroffen ist, aber trotzdem ähnliche Effekte auf die Realwirtschaft entstehen. Ich würde mir wünschen, dass die sogenannte Realwirtschaft sich mindestens so leidenschaftlich um die Regulierung der Finanzmärkte kümmert, wie wir das tun in der Politik. Ich bin überrascht, dass sie das nicht tut, denn sie war ja auch, oder nicht in dem Maße tut, und frage mich dann manchmal, wie sind die Interdependenzen zwischen denen, die Kredite brauchen und denen, die Kredite vergeben, aber das muss letztlich dann die Welt selbst entscheiden. Auf jeden Fall waren ja
realwirtschaftliche Institutionen, also Unternehmen, auch stark betroffen. Deutschland hat seine Verflechtung in besonderer Weise erlebt durch die Exportorientiertheit. Das ist auch gut. Ich erlebe immer wieder in der Europäischen Union, dass dadurch, dass viele Länder längst nicht so exportorientiert ausgerichtet sind, was ihre wirtschaftliche Tätigkeit anbelangt, das Gefühl für den Druck und den Wettbewerb weltweit nicht ausreichend in Europa vorhanden ist. Und deshalb war es wichtig, dass wir neben der Finanzmarktregulierung, auf die ich jetzt mal nicht meine letzte Kraft verwende, weil hier viele Experten nachher auch in den Runden sind, die das besser können, war es ganz wichtig, dass wir einiges natürlich über die Finanzmarktregulierung hinaus lernen, was uns für die Zukunft stabiler macht. Und da ist auf der einen Seite einmal die Wettbewerbsfähigkeit Europas gefragt, die Wettbewerbsfähigkeit auch anderer Länder, aber wir kümmern uns jetzt mal um Europa und Deutschland. Und natürlich dann auch die Frage der Verteilung der Lasten. Auf die Lastenverteilung will ich jetzt mal nicht so viel eingehen. Ich glaube, dass es absolut richtig und notwendig ist, dass wir versuchen, auf der Zeitachse mehr und mehr die Beteiligung auch der wirtschaftlichen Akteure mitzuerreichen. Das kann nicht anders sein. Es gibt überall sozusagen Versicherungsnotwendigkeiten, dass nicht der Steuerzahler zum Schluss Fehlentwicklungen bezahlt. Und ich sehe ein, dass man das erlernen muss. Aber ich glaube, wenn wir nicht ein bisschen Druck machen, dass dann auch eher weniger als mehr passiert. Und insofern ist das eine Gratwanderung, die wir jetzt gehen, das weiß ich. Und insofern bin ich auch überzeugt, dass wir gut daran tun, mit allen Betroffenen zu sprechen. Aber ich sage auch ganz klar, als Politiker müssen wir den Anspruch haben, dass wir den Gestaltungsrahmen setzen und dass wir nicht sozusagen immer Getriebene von irgendwelchen Marktkräften sind. Das war immer die Grundauffassung der sozialen Marktwirtschaft. Ludwig Erhard hat gegen den BDI das Gesetz zur Begrenzung des Wettbewerbs gemacht und damit die Förderung des Mittelstands durchgesetzt. Hätte er die deutsche große Industrie gefragt, wäre es zu diesem Gesetz nie gekommen. Und insofern müssen wir, glaube ich, schon die politische Kraft haben, zu sagen, was wir für notwendig halten. Und wenn ich sage, wir, ist nur die große Schwierigkeit, das können Sie national nicht machen, das können Sie europäisch nicht machen. Sie müssen darüber weltweites Übereinkunft bekommen und globale Institutionen haben. Und deshalb glaube ich, dass die Weiterentwicklung des IWF auch hier als eine Institution, der man glaubt, wirklich von großer Wichtigkeit ist. Jetzt zurück zu dem, was wir in Europa gemacht haben und noch machen, über die reine Finanzmarktregulierung hinaus. Das ist erstmal eine Schärfung des Stabilitätspakts in einer umfassenden Form, was ich für absolut notwendig halte. Und wir müssen als Politiker auch akzeptieren, dass auch wir Entwicklungen haben hingenommen, die im Grunde auf Schwierigkeiten im ersten Testfall hingewiesen haben. Man kann jetzt hier keine Folien zeigen, will ich auch nicht, wenn Sie sich die Preiswettbewerbsfähigkeit der Euro-Mitgliedstaaten angucken und ihre Entwicklung zwischen dem Jahr 1998 und dem Jahr 2011. Dann sehen Sie alles, was zu sehen ist, und das ist nicht erst seit 2012 sichtbar, oder 10 sichtbar, sondern das konnten Sie 2004, 5, 6, 7, 8 in der Tendenz genau erkennen. Und sowas darf uns nie wieder passieren. Deutschland ist wahrscheinlich eher mit der D-Mark überbewertet in den ganzen Euro hineingegangen, ist dadurch ganz am Anfang einer erheblichen Strukturanpassung unterzogen worden. Wir haben die auch angenommen und akzeptiert. Für uns hat sich an den Zinssätzen nichts geändert und die anderen hatten plötzlich unsere Zinssätze und damit richtig Kraft und Möglichkeit, auch Geld eher auszugeben als einzusparen. Dazu noch die schönen Struktur- und Kohäsionsfonds aus der Europäischen Union. Und schon war das Kind weit in den Brunnen gefallen. Wir werden uns auch für die nächste finanzielle Vorausschau in Europa genau überlegen müssen, worin wir unser Geld in die Kohäsionsfonds eigentlich investieren. Denn eine Weile lang war das sicherlich richtig, auch bei den Strukturfonds erstmal auf Infrastruktur zu setzen. Aber wenn dann irgendwann alle Straßen gebaut sind, dann erzeugt man eher eine Immobilienblase, als dass man in irgendeiner Art und Weise noch etwas tut für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des entsprechenden Landes. Das heißt, wir haben ja auch etliche kritische Dinge mit uns abzumachen. Und jetzt ist es wieder paradox, weil wir jetzt ja eine Zeit erleben, in der im letzten Jahr, ich habe sowas in meinen Jahren der politischen Betätigung noch nicht erlebt, wie viele Länder, wie viele Strukturmaßnahmen durchgeführt haben in Europa.
Das sind Länder, die zum Euro gehören, das sind Länder, die jetzt unter IWF-Programmen sind und nicht zum Euro gehören, oder Länder, die sich vor dem IWF gerettet haben, indem sie alles, was der IWF ihnen gesagt hätte, alleine gemacht haben, ohne Not. Und das sind viele Länder in Mittel- und Osteuropa, Litauen, Lettland, Rumänien, Ungarn, nehmen wir mal an und hoffen es. Und das sind natürlich Euro-Länder. Und wir haben viele Diskussionen gehabt und am Anfang war die Schuldenkrise des Euro im Wesentlichen ein Angriff von Spekulanten und das Verständnis inzwischen gewachsen, dass wann immer Spekulanten angreifen, sie einen Angriffspunkt haben müssen und das Beste ist, man gibt ihnen keinen Angriffspunkt, dann kann man auch nicht spekulieren. Und insofern sind Arbeitsmarktmaßnahmen, Sozialmaßnahmen und viele andere Reformen in Gang gesetzt worden, auch umfassende Privatisierungen. Und wenn Sie sehen, was die portugiesische Regierung jetzt macht, wenn Sie sehen, was Spanien gemacht hat, wenn Sie auch sehen, was Griechenland gemacht hat, dann ist das pro Zeiteinheit mehr als lange, lange Jahre passiert ist. Und es wäre jammerschade, wenn wir jetzt in diesem Prozess so tun würden, als wenn das, was 10, 12 Jahre sozusagen aufgebaut wurde, jetzt in 12 Monaten beseitigt werden könnte. Und da muss ich dann als jemand, der auch aus der ehemaligen DDR kommt, schon nochmal daran erinnern, dass auch wir mit den besten Spezialisten und allem eine lange Zeit gebraucht haben, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, die Privatisierung durchzuführen und vieles andere zu machen. Das heißt, der Faktor Zeit ist nicht einfach, davon bin ich zutiefst überzeugt, gutes Geld dem Schlechten hinterhergeschmissen, sondern notwendige Zeit, um bestimmte Anpassungsmaßnahmen auch wirklich durchzuführen. Aber es muss jetzt darauf geachtet werden, dass das auch passiert. Und es muss vor allen Dingen darauf geachtet werden, dass wir in der Zukunft nicht wieder in den gleichen Trott verfallen, wie wir es mal gemacht haben. Dazu hat die Europäische Union mit der Agenda 2020 einen wichtigen Beitrag geleistet. Und es ist jetzt zum ersten Mal im Rat der Staats- und Regierungschefs, dass wir uns zweimal im Jahr jetzt damit befassen, wie sieht es mit der Wettbewerbsfähigkeit aus. Und wenn Sie dann so für Ihr Land die Linien vorgegeben kriegen, da gibt es wenig Entweichungsmöglichkeiten. Und ich erhoffe mir daraus, dass wir daraus wirklich eine zunehmende Konvergenz auch der Wettbewerbsfähigkeiten bekommen. Aber bitteschön, und damit macht sich Deutschland manchmal auch nicht beliebt, aber ich finde, man muss es trotzdem sagen, nicht am Beispiel des Durchschnitts der Europäischen Union, sondern wenn irgend möglich am Beispiel der Besten innerhalb der Europäischen Union. Denn unsere Rolle auf den Weltmärkten ist nicht so, dass wir unangefochten mit weitem Vorrang vorne weglaufen, sondern dass wir verdammt viele Wettbewerber und verdammt viel Konkurrenz haben. Und das ist die Diskussion, die wir in Europa geführt haben. Und da ist es natürlich so gewesen, dass wir oft auch den letzten Zeitpunkt abgewartet haben. Ja, das hat aber nicht geheißen, dass Deutschland nicht bereit zur Solidarität ist. Es hat nur geheißen, dass man wirklich versuchen muss, auch die notwendigen Strukturmaßnahmen in den Ländern zu verankern. Und ich kann nur sagen, ich finde das mutig, was heute in Griechenland abgestimmt werden wird und hoffentlich positiv abgestimmt werden wird. Sonst haben wir noch andere Probleme als die, die wir gerade miteinander besprochen haben. Außerordentlich mutig. Ich finde es auch außerordentlich bedauerlich, dass die griechische Opposition sich nicht entscheiden kann, dabei mitzumachen. Das ist aus unserer Sicht und aus meiner Sicht, weil der Oppositionsführer auch meiner Parteienfamilie angehört, sehr bedauerlich. Aber es ist notwendig. Und ohne diese Anpassung, nur mit Hilfe, nur mit Solidarität, wäre der ganzen Sache überhaupt nicht geholfen. Und wir wären alle in einen Strudel hineingekommen, der nicht sofort in einen Strudel unserer Staatsfinanzen in Deutschland geführt hätte, der aber mittelfristig uns Wettbewerbsfähigkeit gekostet hätte und die falsche Ausrichtung mit sich gebracht hätte. Ich bleibe auch dabei, die Europäische Kommission und die Europäische Zentralbank sind sicherlich wichtige und sehr auch fachlich versierte Institutionen, aber es war richtig, auch den IWF in diese Fragen mit hineinzunehmen, nach meiner festen Überzeugung auch im Rückblick auf das letzte Jahr, weil dadurch einfach sichergestellt ist, dass der internationale Orientierungspunkt für solche Institutionen mit im Boot ist und dadurch nicht auch noch unterschiedliche Bewertungen jedes Mal rauskommen, wenn die EU ein Rettungsprogramm für ein Land macht und dann vielleicht der IWF anschließend erklärt, dass er das für nicht ausreichend oder für zu schwierig oder für falsch oder sonst wie erhält. Es hätte den Märkten auch nicht gefallen. Also insofern ist das aus meiner Sicht absolut richtig. Wir haben dann in der Eurozone auch durchaus auf Anregung von Deutschland, neben dieser Agenda 2020, der sich alle EU-Staaten verpflichten müssen, den sogenannten Euro-Plus-Pakt
verabredet, in dem eben noch weit bindender, soweit man das in der intergouvernementalen Zusammenarbeit überhaupt verbindlich machen kann, der Fokus gelegt wird auf eben Lohnstückkosten, auf die Frage von Sozialsystemen und Ähnlichem mehr. Und das ist schwierig, weil natürlich nicht eingeübt ist, wie richtet man sich danach, weil ein Land bestimmte Dinge entscheidet, soll auch das andere Land das tun. Aber auch hier, muss ich positiverweise sagen, wächst das Verständnis, weil wir ja alle einmal jetzt in den Abgrund geblickt haben und wissen, wo die roten Linien sind. Das heißt, wenn die Entwicklung so weitergeht, wie sie in den letzten 12 Monaten weitergegangen ist, dann ist sie hart, dann ist sie beschwerlich, dann ist sie für uns mit erheblichen Risiken natürlich verbunden, weil wir den Ausgang auch noch nicht kennen und mit Garantieeinsätzen zumindest oder Finanzeinsätzen, die wir hier zu beschließen haben, die uns vor 3, 4 Jahren unvorstellbar erschienen wären. Aber dann haben wir die Chance, Europa auf einen insgesamt besseren und auch kohärenteren Kurs zu bringen. Und da will ich abschließend sagen, ist die Aussage für Deutschland, muss sie ganz eindeutig sein. Europa, das ist der Ort, an dem wir unsere Zukunft suchen müssen. Wir haben gestern deutsch-chinesische Regierungskonsultationen gehabt. 1,3 Milliarden Menschen, neugierig, wissbegierig, sicherlich noch längst nicht so effizient entwickelt wie wir. Und 80 Millionen Deutsche als größte europäische Volkswirtschaft, auch schön. Aber wenn wir Interessen durchsetzen wollen in einer Welt von 7 Milliarden Menschen gegenüber China, gegenüber Indien, dann spricht alles, aber auch alles dafür, dass neben der Tatsache des Friedenswerks Europa, Europa auch eine Interessenvertretung mit gleicher Wertegrundlage in einer globalen Welt ist. Und wir als Deutsche haben von diesem Europa wirklich auch schon viel profitiert. Viel profitiert dahingehend, dass man sich auch, was den Euro anbelangt, die Vergangenheit nicht zu ideal malen soll, wie denn das war, als wir alle unterschiedliche Währungen hatten. Heute heißt es ja, als die Bundesbank noch ganz alleine war und ein Ort ordnungspolitischer Reinheit, wie man es sonst nicht findet. Also ich sage mal, immerhin gab es unentwegt Stützungskäufe für diese und jene Währung in unserem Umfeld. Und in dieser internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise hätten wir so viele Stützungskäufe durchführen können, ich weiß gar nicht, ob wir da hinterhergekommen wären. Hätten wir uns wahrscheinlich spätestens in dieser Krise überlegt, wäre gar nicht schlecht, man hätte die gleiche Währung und würde dann mal überlegen, wie man die managt. Das heißt also, ich glaube, weggefallene Transaktionskosten, keine Währungsstützungskäufe mehr, ein guter gemeinsamer Binnenmarkt, allein schon Gründe genug. Aber je weiter Sie von Deutschland wegkommen, umso klarer wird Ihnen auch noch erklärt, was das Europa auch an Reputation und Kraft als wirklich wichtiger Faktor in der Welt gebracht hat, dass es neben dem Dollar noch eine zweite Leitwährung gibt. Auch das sollte man mal nicht unterschätzen. Und deshalb sind viele, viele außerhalb von Europa erstens glücklicherweise davon überzeugt, dass wir das schaffen können und zweitens der Meinung, dass das in ihrem Interesse auch ist, wenn es einen starken Euro und ein starkes Europa gibt. Und ich könnte es jetzt etwas einfach sagen, so wie es gut ist, dass es Airbus neben Boeing gibt, ist es auch gut, dass es den Euro neben dem Dollar gibt, ohne dass wir uns gleich verheben wollen. Und das ist jetzt unsere politische Chance, in einer schwierigen Zeit schwierigste Entscheidungen zu treffen, uns da auch nicht ein X für ein U vormachen zu lassen, aber die richtigen und zukunftsfähigen politischen Entscheidungen zu treffen. Und da werden wir weiter im Kontakt mit der Finanzfachwelt sein. Aber da bitte ich einfach auch um Verständnis, dass wir, die wir ja dann für die Millionen Steuerzahler und Menschen in unseren Ländern die Verantwortung tragen, dass die das auch alles verstehen und mitmachen. Dass wir für die auch die Stimme sein müssen, die sagen müssen, es muss eine faire Verteilung der Lasten geben und es muss die größtmögliche Sicherheit geben, dass sich so etwas nicht wiederholt. Und da schließt sich der Kreis. Sie arbeiten gerne unter stabilen Bedingungen. Ich habe mir mal angeguckt, wenn man sich so Arbeitszeiten pro Beschäftigten anschaut in Europa, dann kann das schon sein, dass die nominelle Beschäftigungszeit gar nicht so hoch ist. Wenn Sie aber dann alle Streikzeiten abziehen und alles, was sonst noch an Störungen auftritt, dann sind die stabilen Länder schon relativ effizient. Und deshalb glaube ich, für die Wirtschaft, für die Finanzwirtschaft, die Realwirtschaft und für die Politik ist es am besten, politische Stabilität auch zu erhalten. Und dafür arbeiten wir.
Das schaffen wir aber nie alleine. Auch das ist der Grundzug der sozialen Marktwirtschaft gewesen. Soziale Marktwirtschaft hat immer deshalb gut funktioniert, weil sie jedem Teilnehmer im Markt eine Verantwortung gegeben hat. Und nicht die politische Verantwortung die einzige war. Und die anderen gucken mal, wie weit man sich ausleben kann. In diesem Sinne bedanke ich mich für diesen Kongress. Habe etwas allgemeiner gesprochen, weil ich den Details sowieso nicht so gewachsen bin wie die vielen, die hier sitzen. Und wünsche weiter gute Beratung.